Hi Leute, willkommen zurück. Jetzt wieder Alice im Zockerland. Endlich mal wieder mit Crisis Core. Ich war jetzt die letzte Woche naja, was heißt am Kränkeln? Mir ging es nicht so gut. Das fällt unter die Kategorie Dinge, die wahrscheinlich nur ich schaffe. Ich habe mir beim Cosplay machen eine Muskelverletzung zugezogen. Das darfst du auch keinem erzählen. Ich habe immer noch Schmerzen, tatsächlich, aber ich stehe gerade unter dem Einfluss von Schmerzmedikation. Ja, wie ich immer so schön sage, für mich persönlich kein Cosplay ohne Schmerz, Blut und Tränen. Und bis jetzt hat das noch immer genauso stattgefunden. Wobei bei dem Cosplay, was ich jetzt mache, sind noch keine Tränen geflossen. Egal, Crisis Core. Warte mal, wo war ich stehen? Wow. Wir bauen Ares Blumenwagen, den zweiten und den dritten. Und ich werde es noch nicht, ich weigere mich immer noch zu gehen und ich weigere mich immer noch mit der Hauptstory weiterzumachen. Deswegen, ich habe soweit gespielt. Wir müssen zwei Missionen noch machen. Ich habe gesagt, ich spiele, bis ich die Mission freigeschaltet habe und dann spiele ich die Mission zum Schluss mit euch. Das war 216 und 716, glaube ich. Und ich glaube, dann machen wir erstmal den zweiten Blumenwagen, weil für den dritten muss ich dann was anderes machen. Da müssen wir dann die Squads machen. Da geht's nicht weiter. Gut. Oh, ich habe keine AP. Ja, super. Ich bin wohl ein bisschen. Es ist übrigens tatsächlich wichtig, dass. Ich weiß nicht, ob wir uns die wirklich alle angucken müssen. Also eigentlich ist es nicht wichtig, nur für mich persönlich, weil ich so ein Monk bin. Und gerne mal alles vollständig haben möchte. Aber man kann sich angucken, wie viel man schon freigeschaltet hat für das DMW. Und da fehlt mir noch einiges. Und die Szenen gehören tatsächlich dazu. Keine Ahnung, warum mir so viele Szenen fehlen. Ich habe auch keine Ahnung, was man dafür machen muss, um die zu bekommen. Ich habe mal rausgefunden, wenn man sich hier an der Seite so ein bisschen lang schleicht, dann kommen nicht so viele Kämpfe. Aber da ist Dead End, glaube ich. Hä, war hier kein Weg? Nein, da war kein Weg, also ist hier keine Sackgasse. Ich bin ja jetzt nicht hier, um aufzuleveln gerade. Wo ist der? Hallo? Da war er. Da war der Endboss. Ja, ihr wisst, falls ihr öfters zuguckt. Ach so. Ich sollte einfach mal wieder etwas Crisis Core spielen. Habe ich ja ein bisschen vernachlässigt. Müsst ihr ja. Super, jetzt muss ich einen Remedy nehmen. Falls ihr mich schon öfters gesehen habt. Ich hasse Zufallskämpfe. Und deswegen versuche ich die zu vermeiden. Das war übrigens schon immer so. Damals, 1845, als ich das allererste Mal. Naja, mein allererstes Final Fantasy war ja 7 tatsächlich. Aber das habe ich tatsächlich damals nicht so viel gespielt. It's bigger on the inside and on the outside. Mein erstes richtiges, was ich auch wirklich durchgespielt habe, war 8. Da brauchte ich aber auch zwei Anläufe, weil beim ersten Anlauf, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, das kommt mir gerade so bekannt vor, da habe ich den Begegnungen 0% irgendein Accessoire angelegt. Ich habe dann halt nicht mehr aufgelevelt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 6. Das. Das machen wir und dann suchen, da müssen wir zwei Menschen suchen.
einen Soldaten und einen Wissenschaftler. Der Soldat ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr da, wo mein Walkthrough mir sagt, dass er sein sollte. Weil wir den Punkt jetzt überschritten haben. Ich habe tatsächlich schon Angst gehabt, weil manche haben gesagt in dem Forum von 2008 oder so, dass ich, wenn der da nicht mehr ist, dass der dann gar nicht mehr da ist. In Kapitel 8 sind wir, glaube ich. Da habe ich schon ein bisschen Panik gekriegt. Aber er war dann halt doch an einer anderen Stelle. Und ich glaube, mit dem müssen wir jetzt nochmal sprechen, an dieser anderen Stelle. Die Szene? Ach stimmt, das wollte ich euch ja noch zeigen. Ja, ich weiß, ihr seid super cute. Good luck. Thanks. Ich wollte gerade sagen, fällt ihr nicht mal bald um? Da geht's hoch, da geht's. Mann, das ist doch scheiße. Nicht hoch. Müssen wir hoch? Müssen wir runter? Nein. Oh, da ist eine Truhe. Mann. Dafür bin ich nicht hier. Ich will euch nicht aufhalten. Er ist bestimmt hier. Links. Nein. Laufe ich im Kreis. Wo zur Hölle bin ich? Da runter? Meistens ist der immer irgendwo unten runter. Ich weiß, ich bin hochgegangen, aber ich konnte ja auch nur da hoch. Aber das sieht gut aus. Yes. Ah, fu. Hello. Oh, noch einer, wie schön. Ich mag euch so gerne. Nix da, Poison Gas. Dann ist das was mit dem. Wenn Genesis die Apokalypse startet, was? Mind your own business! Mind your own business. Ach, liebe Zack. Genesis, ich bin enttäuscht von dir. Nix da, Missile. Oh fuck, da komme ich nicht mehr. Die sind, ja, die stecken ein. Die stecken ordentlich ein. Oh oh. Oh, 6. Ausweichen ist aber auch. Okay. Sprint Shoes. Goodie. Also. Und da steht er doch noch hier oben. Also eigentlich soll er auf dem Soldatenfloor sein. Aber hier sind ja nur noch die, die sagen, wo sie hin müssen. Danach müssen wir in den Trainingsraum. Oh, das ist aber der Briefing Room. Nein, Kanzler, geh weg. Ja, gehen wir erstmal. Der eine steht im Exhibit Room. Nicht der? Oder stehst du jetzt hier? Eigentlich nicht. Nein. Ja, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Hallo, Scientist. Ach, da. Ja, ergibt Sinn. Ich dachte, der stand bei der Rakete. Nee, das war der Spion, oder? Das war der Spion. Naja, warum riskiert ihr alle euer Leben? Was? Warum riskiert ihr alle euer Leben? Im Kampf, bei Soldat. Wenn ich du wäre,
dann würde ich es halt unerträglich finden, für Shinra zu kämpfen. Ja, Zack hat auch schon zwischendurch die Schnauze voll gehabt. Hast du schon mal vom Begriff Cetra gehört? Cetra? Ah, nee. Ich glaube, Sisney hat gesagt, Aerith ist vom alten Volk. Nicht, dass sie Cetra ist, oder? Cetra kehren ins verheißene Land zurück. Ja, und das verheißene Land soll halt voller Makroenergie sein. Und wenn Shinra dahin käme, dann hätten sie genug Makroenergie ohne Reaktoren. Und die Cetra sollen wohl wissen, wo das verheißene Land ist. Hört sich wie ein Märchen für mich an. Oh, wirklich? Naja, die Wissenschaftsabteilung hat eine Menge Geld in dieses Märchen gesteckt. Selbst wenn es bedeutet, unmenschliche Opfer zu bringen. Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Worüber redest du? Mein Punkt ist... Shinra ist eine Entity, quasi ein Geschöpf, etwas, ausgelöscht werden soll. Oh. Was, ein Geschöpf, was sterben soll, also, ja, was halt nicht mehr weiter existieren soll. Kanzler soll ihn in Gewahrsam nehmen. Was ist los? Oh, er hat die Monster aus dem Labor entfliehen lassen. Mit der Absicht, dass sie Midgar attackieren. Warum würden sie sowas tun? Deswegen. Ja, es wird Zeit, dass wir für unsere Sünden büßen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie wollen Midgar zerstören, um für ihre Sünden zu büßen? Wir haben sogar Ifalna geopfert. Die letzte Überlebende Cetra. Fake News. Also Ifalna schon, aber nicht das... Die letzte, ich glaube, reinblütige Cetra. Um dafür zu büßen, müssten wir nicht nur Midgar... Nee, müssten wir Midgar zweimal zerstören und es wäre immer noch nicht genug. Oh. Er war die Nummer 2 nach Hojo im Wissenschaftsdepartment. Er war immer hoch respektiert. Was kann nur mit ihm passiert sein? Yes! Dafür haben wir das alles gemacht, für die Tools. Ich bin mal gespannt im Remake, ob sie so weit gehen, dass Marlene Cetra ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, was das für Aerith dann bedeuten würde. Und ich glaube, das ist jetzt der andere Typi hier. Ist das richtig? Ja, Marco, Inspektionsteams in Midgar eingetroffen. Alles ist schicki, keiner ist verletzt. Alle respektieren mich. Oh nein, das war er gar nicht. Scheiße. Ups, ja, jetzt muss ich den suchen. Sorry. Das war er nicht. Ist der vielleicht doch noch oben auf dem Soldatenfloor? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er verschwunden. Dann spreche ich doch mal mit den Leuten oben. Upsi. Ich war mir so sicher, dass er das gewesen ist. Was bekomme ich von dem? Ich weiß es nicht mehr. Das ist Kanzler, mit dem dürfen wir nicht sprechen. Ich meine, ich kann immer noch gehen, aber... Yada, yada, yada.
haben wir uns schon alles angehört, nicht wahr? Wer geht nach Gongaga? Ich will nach Gongaga. Oh, warte, ich glaube, wir gehen auch noch nach Gongaga. Spoiler. Aber, naja. Oh, ich glaube, ich habe es diesmal nicht gesagt, oder? Ich habe es, glaube ich, ich setze voraus, dass ihr das alle wisst, was passiert. Oder dass es euch egal ist, wenn ihr gespoilert werdet. Shoot. Shoot, er ist weg. Oh nein, wo ist er hin? Er ist ernsthaft weg. Oh mein Gott, sei still. Nein, sei still. Okay, es gibt zumindest eine Cutscene. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht gut. Was ist passiert? Also Cutscene, also nicht wirklich eine Cutscene, aber nicht das übliche Nebenbei-Geschnacke. Du hast mir so viel beigebracht, Zack, aber ich vermasse jetzt immer noch. Ich glaube, ich habe einfach nicht das, was es braucht, um ein Soldat zu sein. Nee, kein Kommentar, was mir gerade durch den Kopf ging. Das hat auch überhaupt nichts mit Final Fantasy zu tun, aber die Genshin Impact Community auf Twitter hat mich gerade so richtig... Nein. Komm schon. Was ist mit dem anderen... Also was ist mit dem... Ja, nagelbeißenden Typen passiert? Nee. Das hat sich gerade so angehört, als wenn er so nervös wie... Oder? Oder als wenn er sich durchbeißen würde. Keine Ahnung. Ich habe beschlossen, nach Hause zu gehen und bei Soldat aufzuhören. Ich habe gehört, du willst aufhören. Ja, tut mir leid für all den Ärger, den ich verursacht habe. Hast du nicht das Wichtigste herausgefunden, was es bedeutet, Soldat zu sein? Nein, habe ich nicht. Aber ich weiß, was mich halt immer dazu gebracht hat, durchzuhalten bis heute. Ich hatte einen Traum, dass ich irgendwann ein erstklassiger Soldat wäre, so wie Zack. Der Traum hat mich angetrieben. Ja, es gibt etwas, was mein Mentor uns immer gesagt hat, als ich noch ein Rookie war. Er sagte immer, Embrace Your Dreams, halt an deinen Träumen fest. Ich weiß nicht mehr, wie sie es im Remake übersetzt haben. Ja, mein Mentor hat mir damit immer durch die Missionen geholfen, so wie Zack dir geholfen hat. Warte mal, dein Mentor könnte es... Das Wichtigste daran, Soldat zu sein... ist an deinen Träumen festzuhalten. Mein Mentor hat mir das beigebracht. Meinen Träumen festzuhalten. Natürlich kriege ich... Oh mein Gott! Er macht jetzt Squats. Oh. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob wir die anderen Teile jetzt schon... Jetzt heul ich wegen bescheuerten Squats, ey. Ich weiß nicht, ob wir die anderen Teile jetzt schon bekommen. Deswegen gehe ich, glaube ich, erstmal zu Aerith. Entrance. Wir müssen dann dahin zurück und Squats machen. Oh, come on, das kann nicht schon ja 20 Minuten um sein. Ich hab nichts. Was habe ich denn gemacht in 20 Minuten zur Hölle? Nichts. Jetzt kann ich mir oft für die Squats machen müssen. Oft.
Wobei, ich habe die Teile ja auch schon bekommen, bevor ich den ersten Blumenwagen gebaut habe. Naja. Ich will nicht gehen. Ging's hier raus? Nee, von hier kam ich gerade, oder? Nee, Slum Street. Links zur Kirche. Ich hoffe, das war jetzt alles. Ich hoffe, ich habe alles. Ja, das war ganz viele tolle Gegenstände. Tools und Holz und tolle Reifen. Und ein Bastelmagazin. Ein Bastelmagazin. Ja, dann könnten wir einen neuen Wagen bauen, wenn wir die Materialien nutzen. Yay! Ich habe sie Aris gegeben. Natürlich. Was denkst du, Aerith? Ich wette, du willst einen, der noch toller ist, nicht wahr? Der ist cute, der ist süß. Ich mag ihn sehr, er ist der Beste bis jetzt. Oh ja. Yeah. Ja, dann fahren wir das Baby mal raus und verkaufen ein paar Blumen. Ich weiß nicht, ich würde damit vielleicht nicht immer auf diesen einsamen Spielplatz fahren. Ja, der ist echt süß. Ich mag ihn. Glaubst du, wir verkaufen eine Menge Blumen? Ah, sind Blumen verkauft. Hab ich dir doch gesagt. Wenn das so weitergeht, ist der Wagen bald leer. Oh, so schöne Blumen. Natürlich sind sie schön. Denn Aerith hat sich um sie gekümmert mit viel Liebe und Liebe. Viel Liebe und Güte. Und sie hat sie gepflegt und alles. Es wäre wundervoll, wenn man die Blumen halt überall in den Slums blühen sehen könnte. Ja, das ist unser Traum. Nicht nur die Slums. Wir möchten ganz Midgar mit den Blumen füllen. Wenn sie unter freiem Himmel blühen könnten, dann ja, würden sie halt bald über ganz Midgar blühen. Aerith sieht ein bisschen traurig aus. Weißt du, was ich dich vorher gefragt habe? Ob die Blumen es mögen würden, wenn sie in die Oberstadt gehen? Hast du immer noch Angst, den Himmel zu sehen? Wenn du von einer Mission wiederkommst, dann lass uns gehen und die Blumen unter freiem Himmel zusammen verkaufen. Ich werde keine Angst haben, wenn du bei mir bist. Ja, ich gehe mit dir, das ist ein Versprechen. Danke, Zack. Warum mache ich diese Nebenmission? Warum tue ich mir das an? Jetzt haben wir zwei Blumenwagen. Wenn wir noch einen hätten, dann wäre ich wirklich glücklich. Aber erwarte ich zu viel? Oder bitte ich zu viel?
Nein, Aerith, du kannst alles von mir haben. Ich glaube nicht, dass ich... Es wird ewig dauern mit den Squads. Ich bin schlecht in Squads. Vor allem mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen, weil das Spiel so hakelig ist, dass ich das mit den Squads gar nicht schaffe. Ist es kürzer, hier rumzugehen? Ich glaube, wir müssen die 4 oder 5 Mal machen, die Squads. Guck mal, wie es läuft. Vielleicht mache ich die halt noch fertig. Aber es ist, dann wird die Folge zwar halt extra lang. Wow, einmal diese Treppe hier. Aber ich will auch nicht noch eine Folge mit Nebenkram verschwenden. Ihr wollt bestimmt auch wissen, wie es weitergeht, wenn ihr es noch nicht wisst. Ganz anderen Seite, also wäre es. Naja, rechtsrum wäre wahrscheinlich kürzer gewesen. Ja. Ich habe die ja noch nicht einmal gemacht, auch nicht offscreen. Muss ich dich ansprechen? Ich kann nur dich ansprechen, oder? How am I going to be tested? Also ich kämpfe nicht gegen jemanden, sondern einfach nur so viele Squads in einer Minute, wie ich schaffe. Ah, stimmt, das habe ich ja... Oh, das habe ich ja schon bei der Infiltration nicht geschafft, im passenden Moment X zu drücken. Keine Ahnung, was das gerade für Geräusche waren. Ich trete doch gegen jemanden an. Kannst du aufhören, mich so zu irritieren? Danke. Squads bis jetzt. Red Recepts of Steel. Ah, okay. Das war Nummer 1. Ich guck mal gerade eben ganz schnell. Ich habe die Seite offen, wie viel oft wir das machen müssen. 2, 3, 4. Ja, 4-mal. 4-mal. Hey, das sind 4 Minuten. Ah ja, gut, dann kommt noch das mit Aerith. Vielleicht sind wir in 10 Minuten fertig. Geht die Folge ein bisschen länger. Ups. Vorausgesetzt, ich schaffe das jetzt immer beim ersten Mal.
Ich wünschte, es würden sie nicht tun. Das ist richtig scheiße. Das bringt mich richtig, sorry. Das bringt mich halt hart raus. Oh, verdammt, das war viel zu früh. Keramik. Nummer 2. Du nervst. Sorry. Pissnick, sorry, aber Pissnick, sei klar auch mit dem Scheiß. Nein, ich darf nicht so oft schnell hintereinander X drücken. Eine holt mich ein! Ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Oh. Au. Warum fängt er viel schneller an als ich? Ach, jetzt habe ich auch noch verkackt, ey. Shit. Ah. Warum? Thank you.
Ich weiß nicht mal, wie es ausgegangen ist. Ich gucke da nicht drauf. So, einmal ganz tief durchatmen. Wow. Jetzt ist völlig aus. Hat's bei euch auch gerade so gehabt? Oh, wow. Jetzt weiß ich, warum ich damals eine Stunde dafür gebraucht habe. Ich weiß noch, dass ich eine Stunde Squats gemacht habe, bevor ich weitergemacht habe. So völlig raus. Nee, das hat gar keinen Zweck. Das können wir uns schenken. Ich hasse diese Zwischensequenz.
Ja, Leute. Ich zieh's durch. Ich zieh's durch. Es wird mir zu schnell. Das schaffe ich nicht. Sogar ohne Fehler. Oh mein Gott. Das ist so seltsam. Ich weiß, mein Name ist kaputt. Oh nein. Ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt alles, ey. Ich will hier raus und nie wiederkommen. Oh mein Gott. Ich werde hier rausgehen und nie wiederkommen. Was sage ich denn da? Ich werde hier rausgehen und nie wiederkommen. Leute, ich glaube, wir gehen nicht nochmal zu Aerith, bevor wir gehen. Dann ist es das jetzt das letzte Mal, dass wir Aerith sehen. Also wir als Zack. Oder wir mit Zack. Ich glaube, es gibt am Ende noch Cutscenes. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Doch, ja, doch. Doch schon. Doch. Aber mit Zack sehen wir Aerith das letzte Mal jetzt. Oh Gott, ich sollte speichern. Das sollte ich speichern, sorry. Thank you.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Angel, bist du noch da? Ist Angel noch da? War Angel weg? War Angel gegangen? Nee, da ist er. Gut, dass er noch da ist. Bitte sag nicht, dass noch was fehlt. Nein. Den finde ich gar nicht so schön. Der zweite ist viel hübscher. Sieht nicht besonders aus wie ein Blumenwagen. Zack. Sieht so cool aus. Ja, ich habe wirklich Talent für sowas. Okay. Ach, Sekt, bist doof. Das Teil ist echt nicht schön. Das zweite ist am schönsten. Das ist sehr süß. Nein. Ja, okay, Sekt. Ich verstehe schon. Glaubst du wirklich, wir können eine Menge Blumen verkaufen? Was ist das? Ist das so ein Modell? Habe ich noch nie gesehen. Ist das eine neue Shinra-Waffe? Nein! Das ist ein Blumenwagen. Sehen Sie das nicht? Möchten Sie eine Blume kaufen? Nein. Was starren Sie denn da an? Würdest du mir das Fahrzeug für 10.000 Gil verkaufen? Ich könnte es in eine machtvolle Waffe verwandeln. Nein, auf keinen Fall. Ich habe den Wagen von Grund auf gebaut für Aerith. Da kann man nicht einfach so einen Preis dafür nennen. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, unsere Brieftaschen zuerst mit Geld zu füllen. Ich mache nur Spaß, Dummerchen. Okay, Kumpel, wenn du nichts kaufst, dann verschwinde hier. Heute gibt's Hess und Goldstück. Das ist, wo es gesichtet wurde. Kurze Heck, was hast du getan mit deinem Blumenwagen? Unidentifizierte Waffe gesichtet. Vorbereiten zum Angriff. Ach, kommt schon, Leute, es ist ein Blumenwagen. Zur Ecke. So ein Vollpfosten. Aerith, ich muss gehen. Vielen Dank. Ich glaube, du solltest jetzt besser zur Arbeit gehen. Es ist schön, dass der Hübsche hier vorne steht. Das mag ich. Okay. Geht mir. Ich gehe jetzt noch zu Kanzel und mache da dann Pause. Also ich werde jetzt nicht noch. Ich werde Kanzel jetzt nicht ansprechen. Nur falls es irgendwie ganz dringend eilig habt, die nächsten 1-2 Minuten, ich gehe nur zum Gebäude zurück. Und dann habe ich keinen Grund mehr, hier zu bleiben. Also, Zack hätte einen Grund, aber wegen Aerith. Nein, er muss ehrlich, ist schon richtig, Arbeit geht vor. Oh Gott. Ja, ich bin so deprimiert.
Habe ich noch? Ich habe noch Rays drin, glaube ich. Nein, ich mache hier Pause. Leute, nächste Folge geht's mit der Hauptgeschichte weiter. Wir verlassen Midgar. Für immer. Ja, das war das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Gott, ich habe gerade Schrecken gekriegt. Das hätte ich nicht aufgenommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.